Und wir sprechen gleich weiter über die Situation in Afghanistan mit dem Nahost-Experten und Politologen Ralf Schöllhammer. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Herr Schöllhammer. Ja, also wenn Sie sich jetzt auch die Entwicklungen in Afghanistan ansehen und auch die Tatsache, dass eigentlich alles so gekommen ist, wie man es befürchtet hat, noch vor 10 Tagen hieß es, Kabul ist in Gefahr, ist aber noch sicher, aber dann hat man schon gewusst, die Taliban, die kommen immer weiter, die erobern eine Stadt nach der anderen. Warum noch einmal die Frage, hat die internationale Gemeinschaft und auch die USA diesen Entschluss gefasst, ausgerechnet jetzt die Menschen plötzlich alleine zu lassen, wo man ja gewusst hat, die Taliban formieren sich wieder, die werden sofort, sobald sie freie Bahn haben, loslegen? Naja, weil in den letzten Jahrzehnten, und das gilt für Europa genauso wie für die USA, ist die Innenpolitik trumpft die Außenpolitik. Und in den USA, das ist schon seit mehreren Jahren so, es war auch unter Barack Obama schon so, hat man immer geglaubt, vor allem amtierender Präsidenten, dass durch das Zurückholen von Truppen, also we bring our boys home, war die Idee, dass man damit innenpolitisch Gewinn machen kann. Und das war auch hier das Kalkül dahinter. Also das war rein motiviert von innenpolitischen Bedenken, hat auch Joe Biden in allen Reden so wiedergegeben. Also der Auftrag ist erfüllt, Al-Qaida ist besiegt, Bin Laden ist tot, es ist Zeit, die Truppen nach Hause zu holen. Die Afghanen und Afghanistan selbst, muss man fast sagen, wurde nur ein sekundäres Bedenken. Der primäre Grund war, man wollte damit innenpolitisch gewinnen. Was sich natürlich jetzt herausgestellt hat, ist so inkompetent, und man kann wirklich leider kein anderes Wort benutzen, wie dieser Abzug vonstatten gegangen ist, kostet ihn das jetzt natürlich jetzt auch innenpolitisch. Mhm. Ja, es hätte ja noch schlimmer kommen können, aber es ist wirklich fast so, die wurden jetzt aus dem Land gejagt, jetzt versucht man noch die letzten Menschen rauszukriegen. Gleichzeitig steigt die Angst vor einem Anschlag des IS, der Terrormiliz, auf den Flughafen. Inwiefern ist die Terrormiliz mit den Taliban verbunden oder sind das doch zwei verschiedene Einheiten? Nein, das sind insofern zwei verschiedene Einheiten, weil der Islamische Staat in Afghanistan ist entstanden aus einer Splittergruppe, die sich abgesplittert hat von den Taliban. Mhm. Also die sind jetzt nicht unbedingt extrem gut aufeinander zu sprechen. Inwieweit die Gefahr dieses Terroranschlages oder sonst wirklich da am Flughafen tätig wird, ist fraglich, weil einfach die hohe westliche Präsenz, es hat keine von diesen Splittergruppen, egal ob IS, Afghanistan, aber auch die Al-Qaida, oder eigentlich ein Interesse daran, dass die Amerikaner eine Umkehr machen und sagen, okay, wir bleiben doch da. Oder die Briten oder die Deutschen oder irgendwer anderes. Also ich glaube, man will da jetzt schon mal, dass die dieses Land möglichst schnell verlassen und dann werden auch in Afghanistan intern Machtkämpfe ausbrechen. Ob es wirklich ein voller Bürgerkrieg wird, wie viele befürchten, ist, glaube ich, noch zu früh zu sagen, aber das Risiko besteht natürlich. Mhm. Genau, also jetzt ist auch die Frage, was ist von den Taliban jetzt zu erwarten? Einige Beobachter sagen, die hätten sich geändert. Sie sagen es selbst zum Teil, die Menschen müssen keine Angst haben. Wir wollen, dass alle in Frieden leben können. Wir sind jetzt gemäßigter, heißt es dann auch von manchen, aber nicht von allen. Wie ist es, wie viel kann man denn davon glauben? Also man muss sagen, so absurd es klingt, was PR anbelangt, haben die Taliban in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel dazugelernt. Es hat ein Interview mit einem Taliban-Sprecher gegeben, wo der Interviewer diesen gefragt hat, wie es denn jetzt dann mit der Meinungsfreiheit stehen wird in Afghanistan. Und die Antwort des Taliban-Sprechers darauf war, naja, das sollte man vielleicht Facebook fragen. Also das zeigt einen gewissen Zynismus von deren Seite, aber das zeigt, wie feinfühlig der sind auf die sensiblen Punkte im Westen. Zu viel würde ich nicht darauf geben, auf die Idee, dass die jetzt groß gemäßigt auftreten, weil was man oft vergisst ist, das ist ja viele Kritiker sagen, wenn die Taliban an der Macht sind und sie müssen regieren, da werden sie merken, wie schwierig das ist. Die sind nicht an die Macht gekommen, um zu regieren oder um das Wasser am Laufen zu halten. Die Motivation ist eine, ob man es jetzt religiös oder ideologisch nennt, das sei anderen überlassen, aber ist eine ideelle. Und da sind diese Dinge sekundär. Es gibt ein wunderschönes Beispiel, der Ayatollah Khomeini nach der Revolution 79 im Iran, der hat mal gesagt, jetzt, wo die Mullahs übernommen haben im Iran, werden sie die ermäßigen, weil sie müssen regieren. Und da hat Khomeini drauf gesagt, wir haben die Revolution nicht gemacht, um die Melonenpreise zu senken. Und ich glaube, das hat das relativ schön dargestellt. Und bei den Taliban ist das Gleiche. Die Idee, dass die jetzt die Scharia aufgeben werden, weil sie sich ja an die internationale Gemeinschaft annähern wollen, ist komplett absurd. Aber wie ist es jetzt eigentlich in der Bevölkerung? Weil die Menschen haben zum Teil jetzt einfach aufgegeben, die Soldaten haben nicht einmal von der afghanischen Armee, also von der staatlichen Armee, haben nicht einmal mehr gekämpft gegen die Taliban. Man hat sich sozusagen ergeben und viele akzeptieren auch das Schicksal. Schlimm ist es ja vor allem für die, die eben für den Westen gearbeitet haben. Die sind natürlich in Gefahr, da werden jetzt die Häuser durchsucht. Also die muss man natürlich alle rausbringen. Aber was ist mit den restlichen Menschen? Ist es so, dass die Mehrheit der Menschen eigentlich mit den Taliban, mit der Scharia, mit dem, was die wollen,
sich anfreunden können? Oder ist auch Afghanistan mittlerweile so modernisiert, dass die Mehrheit das nicht möchte? Das hängt davon ab, wo in Afghanistan man sich befindet. Also im urbanen Bereich ist der Widerstand, zumindest der emotionale Widerstand gegen die Taliban sicher größer. Vor allem, was eh schon öfter erwähnt worden ist, vor allem was Frauen und die junge Generation betrifft. Man darf eines nicht vergessen, es geht in der Diskussion oft unter. Das Durchschnittsalter in Afghanistan ist unter 18 Jahren. Das bedeutet, 2001 sind die Taliban von den USA vertrieben worden. Der Durchschnittsafghane hat nie unter den Taliban gelebt. Und im urbanen Bereich schon gar nicht. Also wir reden da und wieder grob bei den Frauen von einer Generation, die nie eine Burka gesehen haben und wahrscheinlich in einem Jahr oder früher gezwungen werden, eine Burka zu tragen. Also das sind schon wirklich Tragödien, die sich da abspielen. Das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Im ländlichen Bereich war die Scharia immer dominant. Aber ich glaube, das ist auch was Kritiker, weil man oft sagt, ja, und der Großteil des Landes, da will man ja noch die Scharia und so. Man darf nicht vergessen, auch in Europa, vielleicht wieder, um hier ein Beispiel herzunehmen. Die Aufklärung hat in Europa auch in Paris, Wien und Berlin begonnen und nicht im ländlichen Bereich. Aber irgendwann schwappt es dann aus dem ländlichen Bereich auch eben, aus dem urbanen Bereich auch in den ländlichen Bereich über. Also zu sagen, man hat in Kabul und Herat und Masai-Sharif was erreicht, aber eben wieder in den Dörfern, ich war von dem nichts zu spüren. Ja, das ist richtig, aber 20 Jahre ist nicht so lang. Also das vergisst man immer wieder gern. Und wieder, um diesen historischen Vergleich zu bemühen, auch in Europa hat das Jahrzehnte gedauert, bis die Aufklärung aus den Städten am Land angekommen ist. Das heißt, es werden weiterhin so viele Menschen, die können, versuchen, aus dem Land zu kommen, wenn sie es schaffen. Also nicht nur die, die Angst haben müssen, sondern auch die, die einfach so nicht leben möchten. Wie soll der Westen sich jetzt hier verhalten? Wir haben jetzt wieder gehört von der österreichischen Bundesregierung, vom Innenminister Karl Nehammer, man soll die Menschen in umliegenden Ländern versorgen, da soll es Hilfe geben, Lager. Ist natürlich auch die Frage, ob diese Länder das akzeptieren. Wie sehen Sie das? Wie kann man sich das vorstellen, diese Hilfe in den umliegenden Ländern? Ich sage, selbst wenn diese Länder, die Afghanistan umgeben, also das sind Pakistan, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan, selbst wenn die sagen, es gibt einen kleinen Grenzstreifen auch mit China, wenn die sagen würden, sogar sie würden das zulassen, dass man die Länder dort in den Grenzregionen aufnimmt. Es stellt sich dann immer die Frage, was ist denn die langfristige Perspektive? Und da sind die Europäer, und das machen alle Europäer, das ist nicht nur die österreichische Bundesregierung, man putzt sich da ein bisschen die Hände, ob man sagt, ja, wir schicken dann da Zeltstädte hin und Milchpulver und die ganzen Sachen und die Leute werden dann über Generationen untergebracht in diesen Zeltstädten, aber wir können sagen, wir haben vor Ort geholfen. Wir haben so einen Fall schon einmal und zwar im Nahen Osten in Palästina, das ist exakt das Gleiche, wo seit im Libanon, in Syrien, wo die Palästinenser seit mittlerweile 3 Generationen praktisch Flüchtlinge sind. Also das ist keine langfristige Lösung. Mhm. Und vor allem muss man halt als Verständnis zu den Menschen, wenn man sagt, ja, aber die machen sich dann weiter auf den Weg nach Europa. Naja, die Alternative, die man ihnen bietet, momentan, wenn dieser Plan so umgesetzt wird, ist entweder unter Taliban oder als Flüchtling in Tadschikistan. Und da möchte ich nur einen Satz anfügen, weil Österreich ist ein Land, wo man schon, wenn man jemanden nach dem Nachnamen fragt, recht schnell unter Rassismusverdacht kommt. Als Afghaner in Tadschikistan oder in Pakistan oder in anderen Regionen, die erfahren wirklich, was Rassismus ist. Aber echter Rassismus. Die werden nämlich dort für die biedersten Arbeiten hergenommen, die wirklich sonst keiner machen will. Die werden dort behandelt wie das Letzte vom Letzten. Also als Afghaner eben in Pakistan hat man es nicht leicht. Also das ist nicht so, dass man sagt, oh, die gehen halt dann nach Pakistan und dann wird das alles wunderbar. Es ist ja eine schwierige Situation. Auf der einen Seite hat der Westen sich wieder eingemischt in einen Konflikt mit den Taliban. Jetzt zieht er sich plötzlich zurück. Es gibt jetzt Konsequenzen und mit denen muss man jetzt irgendwie zurechtkommen. Aber es kann doch, und das sagen halt viele Beobachter, auch nicht die Lösung sein, dass jetzt alle Menschen aus Afghanistan, die möchten, nach Europa kommen. Denn das wird auch in Europa zu noch größeren Problemen führen in Sachen Migration, die wir jetzt schon zum Teil erlebt haben. Man denke eben nur an einzelne Taten, strafrechtliche Taten, wie zum Beispiel im Fall Leonie. Nee, ich glaube, ein Problem ist, dass der Westen hat ein bisschen aus dem Auge verloren, was ursprünglich der Grund für die Mission in Afghanistan dann war. Man hat ja zu den Taliban 2001 gesagt, ihr beherbergt die Al-Qaida, entweder liefert ihr Bin Laden aus oder wir setzen euch ab. Die Taliban haben gesagt, nein, also sie stehen zu Al-Qaida, sie stehen zu Osama Bin Laden, also selbst der dann kommt dort und zeigt, dass ihr das könnt. Auch damals hat schon geheißen, Afghanistan ist uneinnehmbar und die Taliban sind unbesiegbar. Die Amerikaner haben dann gemeinsam mit ihren afghanischen Verbündeten ungefähr 2 Monate gebraucht und die Taliban waren Geschichte. Das vergisst man nämlich jetzt einmal gerne, wenn man sagt, man kann einen Krieg in Afghanistan nicht gewinnen. Ja, 20 Jahre lang haben wir ihn gewonnen.
Wenn man sich jetzt zurückzieht und keine Truppen mehr hat, ohne Soldaten kann man den Krieg schwer gewinnen. Aber der Grund für die Truppenpräsenz in den 20 Jahren war, zu verhindern, dass Afghanistan eine Basis für Terroranschläge wird. Das war der Grund ursprünglich. Es war nie die Rede von Demokratisierung, Liberalisierung, Nation Building. Und die Frage ist jetzt genau, was Sie ansprechen. Das ist eine Art offene Wunde und die europäische und amerikanische Truppenpräsenz war wie ein Pflaster, was man auf diese Wunde draufgelegt hat. Das ist kein Idealzustand, aber ich glaube, es war ein besserer Zustand als wie die Alternativen. Und wie Sie richtig sagen, wir werden jetzt Flüchtlingsströme bekommen und im schlimmsten Fall, und das ist anscheinend schon der Fall jetzt, wird Afghanistan wieder zu einer Basis für Terrororganisationen. Also wir sind von einer unangenehmen Situation in eine noch unangenehmere Situation gerutscht. Also Gewinner gibt es in der Situation nicht wirklich. Weil Sie Nation Building angesprochen haben, das hat man ja trotzdem versucht. Man hat eine Regierung, man hat einen Präsidenten, den die Taliban nicht akzeptieren. Jetzt auf der anderen Seite gibt es China, die treffen sich mit Taliban-Führern offiziell, Pakistan. Also sollte der Westen sich auch wirklich mit diesen offiziellen Führern der Taliban treffen und die damit auch sozusagen auf eine höhere Ebene heben, weil man sie akzeptiert, verhandeln, dass man versucht vielleicht, oder glauben Sie, ist es möglich, dass man versucht mit der jetzigen Regierung, dass man da auch eben Taliban-Vertreter hineinsetzt, dass die sich da einigen können, dass man eine Kompromisslösung findet zwischen diesen zwei Seiten, die auch das repräsentieren, was die Menschen möchten. Ich bin da sehr skeptisch, weil die Taliban spüren momentan den Wind im Rücken, also dass die sozusagen absichtlich ihr Machtpotenzial zurücknehmen, um damit Teil einer breiten Koalitionsregierung zu werden. Ich glaube, das wird jetzt gesagt, bis die Evakuierung vorbei ist, weil die interessanterweise die Taliban spekulieren da genauso innenpolitisch, wie die USA innenpolitisch spekulieren. Und die Taliban werden sagen, wenn die Amerikaner weg sind und wir unter Anführungszeichen stürzen dann die Regierung und machen das eine Taliban-Alleinregierung, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden dann aufsteht und sagt, na gut, dann schicke ich jetzt 10.000 Truppen zurück. Mhm. Die Taliban wissen, dass das nicht passieren wird. Also jetzt macht man Lippenbekenntnisse für diese gemeinsame Regierung. Aber ich glaube, das wird sich dann relativ schnell wieder auflösen. Also die 3.000 Soldaten sind es, glaube ich, oder 6.000, wenn es 3 oder 6, die jetzt noch den Flughafen Kabul sichern, die Amerikaner, ist ja nur der Grund, eben damit eben alle noch rauskommen, die rauskommen müssen und möchten. Genau, also das ist ein, wie man sagen würde, ein Done Deal. Mhm. Es rechnet niemand damit, dass da eine größere Präsenz gibt, eben außerhalb von dem Flughafen. Und das wissen auch die Taliban. Also ich glaube, man unterschätzt da ein bisschen deren Fähigkeit, langfristig zu denken. Die wollen jetzt einfach, dass der Westen abzieht. Und dann werden die Machtverhältnisse sich denen, die gewillter sind, das auch mit Gewalt durchzusetzen, dementsprechend anpassen. Und vielleicht noch ganz kurz zu Ihrer Frage, ob man mit den Taliban sprechen soll. Es hängt immer davon ab, wie. Grundsätzlich ist es immer gut, wenn man zu allen Organisationen, Institutionen, Staaten zumindest einen Kommunikationskanal hat. Aber wenn man sich anschaut, wie das zum Beispiel in Europa ist, dass Ursula von der Leyen schon beginnt, naja, man soll vielleicht die Entwicklungshilfe nicht aussetzen und über die nächsten 7 Jahre ist man schon bereit, 1 Milliarde an die Taliban zu überweisen. Das ist kein Verhandeln aus einer Position der Stärke. Es ist genau das, was Europa mittlerweile seit 30 Jahren macht. Im Grunde sind es Bestechungsgelder, um eine Flüchtlingswelle zu vermeiden. Und es hat was, und ich sage das ganz vorsichtig, aber es hat schon ein bisschen was Heuchlerisches. Dann soll man das einfach so sagen. Wieder von Erdogan bis jetzt zu den Taliban und sagt, wir geben euch 1 Milliarde Euro, aber bitte, bitte schickt die Leute nicht zu uns. Aber dann soll man es auch so sagen. Aber dann nicht anfangen mit, wir leisten da humanitäre Hilfe. Mhm. Und wenn wir euch das Geld geben, dann schaut, dass Frauenrechte bewahrt bleiben. Und so. Man sieht ja schon, was passiert. Das wird nicht passieren. Also man ist ein bisschen unehrlich in Europa.